Und da ist Straßburg. Der terroristische Überfall der Hamas am 7. Oktober hat starke Emotionen geweckt. Nicht nur bei den Menschen weltweit, auch bei den Politikern. Das ist natürlich eine verständliche Reaktion auf dieses grausame Abschlachten unschuldiger Menschen. Ich bin der Auffassung, dass man als Politiker durchaus empathisch sein kann und auch muss, aber sich nicht von ersten Eindrücken zu unüberlegten Äußerungen hinreißen lassen darf. Meistens liegen zu diesem Zeitpunkt auch nicht alle Informationen vor. Der CDU-Politiker Kiesewetter ist für mich ein Paradebeispiel für einen Politiker, der nicht besonnen agiert. In einem Bericht im ZDF antwortete Kiesewetter im Kontext des gebetsmühlenartig und überstrapazierten Begriffs Staatsräson wörtlich: Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Starke Worte, die kaum mit Leben zu füllen sind. Lange haben wir Israels Sicherheit in den Sonntagsreden als Staatsräson bezeichnet. Nun ist die Zeit da, ein unmögliches Versprechen mit Leben zu füllen. Ein Versprechen, das auf dem ewigen Schuldkult-Narrativ beruht. Ich habe da erhebliche Zweifel, ob das überhaupt möglich ist. Auch in unserer Partei ist eine deutliche Spaltung und Polarisierung in diesem Konflikt sichtbar, deutlich hörbar. Aber wir haben nicht gerade wir, die AfD, das Wohl des deutschen Volkes als zentralen Punkt auf unsere politische Fahne geschrieben? Das müsste doch unsere Staatsräson sein, einzig und allein dem Wohle des eigenen Volkes zu dienen. Aber schauen wir nur jetzt mal kurz auf die Situation in den Palästinensergebieten. Es ist eine Geschichte, in der es kein Schwarz und Weiß, kein Gut und kein Böse gibt. Alles ist grau, Täter- und Opferrollen verschwimmen. Seit 1950 unterstützt die Weltgemeinde die Palästinenser. Die UN hat sogar eine eigene Organisation zur Betreuung der Flüchtlinge, die UNRWA, ins Leben gerufen. Das durch und durch korrupte System der Palästinenser wird gestützt und genährt. Geändert hat sich nichts. Die Regierungen haben sich im System gut eingerichtet. Ihre Villen, oft mit eigener Moschee und Luxuskarossen vor der Tür, zeugen davon. UNRWA und die vielen internationalen Hilfen haben kein Problem gelöst. Im Gegenteil haben sie die Probleme mit der kräftigen finanziellen Unterstützung des Westens sogar noch zementiert. Israel auf der anderen Seite hat zweigleisig gehandelt. Zum einen wurden durch die Siedlungspolitik Fakten geschaffen, die die Zwei-Staaten-Lösung, der man ja selbst zugestimmt hat, konterkariert, und zum anderen hat man gezielt eine Annäherung an die arabischen Nachbarländer vorangetrieben. Ägypten, Jordanien, die Emirate, Bahrain und nun Saudi-Arabien, der Unterstützerkreis für die Palästinenser, schrumpft zunehmend zusammen. Nur noch Katar und der Iran blieben übrig. Die Türkei ist aus meiner Sicht ein Wackelkandidat. Die Einigung mit Saudi-Arabien stand kurz bevor. Eine Reaktion der Hamas in dieser Lage war irgendwie zu erwarten, wenn auch nicht mit dieser Brutalität. Wie geht es nun weiter? Israel wird die Bodeninvasion beginnen, große Verluste erleiden. Es werden auf beiden Seiten schlimme Bilder produziert werden. Bilder, die sich bei der Gemengelage, ein extrem dicht besiedeltes Gebiet, das von unzähligen Tunneln untergraben ist, Häuserkampf gegen eine Terrororganisation, die keine Skrupel gehabt, das eigene Volk als Schutzschild zu missbrauchen, nicht vermeiden lassen. Die Stimmung pro Hamas war in den arabischen Ländern vor dem terroristischen Überfall schon auf einem Tiefpunkt. Der Überfall hat hierbei die Stimmung vermutlich weiter verschlechtert. Das wird sich aber schlagartig ändern, wenn Hamas über den Genozid am palästinensischen Volk berichten kann, unterlegt mit schrecklichen Bildern von toten Kindern. Der böse Westen gegen die armen Araber. Ein weltweiter Solidarisierungseffekt ist zu erwarten, er wird schon in zahlreichen Ländern sichtbar ist, leider auch bei uns im Westen. Offen ist noch die Reaktion der Hisbollah in Libanon. Ein Eingreifen würde vermutlich zu einem Flächenbrand in der Region führen. Wo ist nun unsere Position in diesem Konflikt? Keinesfalls sollten wir mit Parteinahme und Schwarz-Weiß-Denken reagieren, wie das im Ukraine-Krieg der Fall war und ist. Auch das ist nicht unser Konflikt. Auch sehe ich in der Moralkeule Holocaust keine realpolitische Notwendigkeit, dass wir Partei ergreifen. Und ehrlich gesagt, unsere Parteinahme könnte sich mangels Möglichkeiten ohnehin nur auf Lippenbekenntnisse und viel Geld beschränken. Militärisch sind wir blank. Verbale Zurückhaltung ist deshalb geboten. Wir machen uns sonst nur international lächerlich.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die israelische Armee diesen Konflikt besser ohne uns lösen kann. Dieser Konflikt wird ohne unser moralisches Wertegerüst gelöst werden. Seien Sie sicher. Auch davon bin ich überzeugt. Aber wir haben noch ein Riesenproblem im Lande. Die Massen an muslimischen Migranten. Je nach Kriegsverlauf werden sich deren Proteste dann vermutlich auch in Gewaltaktionen äußern. Bereits jetzt haben wir Angriffe auf Polizisten. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin musste vor einem muslimischen Mob geschützt werden. Eine Synagoge in Berlin wurde mit Molotow-Cocktails angegriffen. Das ist eine Schande für unser Land. Wir haben in den letzten Jahren viele Menschen und deren Konflikte nach Deutschland geholt. Und wir werden noch mehr Flüchtlinge aus dieser Region bekommen. Warum? Nun, erstens, die Nachbarländer sind entweder schon voll wie Jordanien und Libanon oder wollen sie schlicht aus ökonomischen und Sicherheitsgründen heraus nicht haben, wie Ägypten. Zweitens, die Europäer und vor allem wir Deutschen müssen dann reflexartig unsere einzigartige Humanität zeigen, wie wir immer wie eine Monstranz vor uns hertragen. Unsere Außenpolitik definiert sich nur noch über vermeintliche Moral und Werte, nicht mehr über unsere Interessen. Nein, wir Europäer, insbesondere wir Deutschen, sind nicht der moralische Weltmaßstab. Kümmern wir uns vorrangig um unsere Bürger und mischen wir uns nicht dauernd in irgendwelche Konflikte und Probleme, von deren Inhalt und komplexen Zusammenhängen unsere politische Führung ohnehin keine Ahnung hat. Wir dürfen keinesfalls weitere Probleme in Form von Flüchtlingen mehr nach Europa importieren. Das Boot ist definitiv voll. Europa und vor allem Deutschland kommt sonst ökonomisch, sicherheitspolitisch und kulturell immer weiter in Schieflage. Um unser Land wieder auf Kurs zu bekommen, werden wir viele blinde Passagiere wieder dahin bringen müssen, wo sie hergekommen sind. Auf unser Land, nur darauf sollten wir unser Augenmerk legen. Es ist, wie gesagt, nicht unser Konflikt.